Powered by Unity. Ja. Instant Ock, dynamisch Okulutu, Kulukuluudu. Kapata Halmen, was denn hier los? Hier geht's ja voll ab. Kalte Fusion, jawohl. Ist das alles ein bisschen nach links verschoben, kann das sein? Ist das normal so gewollt? Ich weiß es nicht. Wir spielen einfach mal drauf los. Irgendwie, was ich brauche, ist gerade ziemlich anstrengend, muss ich gerade sagen. Fand ich ja jetzt nicht so knufte, aber mal schauen. Vielleicht ist das Spiel ja besser als ich brauche. So, was haben wir denn jetzt vor? Ach, ich bin hier mit so einem. Ah, okay. Okay. Jetzt werde ich schon wieder angerufen. Ich habe jetzt gerade keine Lust, Mann. Es ist Sonntag. Ich rufe mich dann permanent hier die Leute an. So, gehen wir mal da rein. Ich habe keinen Plan, was mich erwartet. Das sieht auf jeden Fall schon mal aus. Ja, warum ist denn oben und unten so ein fetter Balken jetzt eigentlich? Ist das normal? Ist das so gewollt? Oder ist das nur bei mir so, weil ich in einer anderen Auflösung aufnehme als die standardmäßige? Wow! Das hat mich gerade erschreckt. Das hat mich gerade erschreckt. Okay. Durch diese fetten Balken oben und unten sehe ich alles ein bisschen beschissener. Habe ich irgendeine Waffe, um mich zu verteidigen? Scheinbar nicht. Habe ich irgendeine Taschenlampe? Auch nicht. Guck mal, da liegt jemand. Schalömle. Oh, es war so klar. Es war so offensichtlich, dass da irgendwas gezogen wird. Ja, ist doch alles klar. Okay, ich gehe mal einfach der Leiche entlang. Ich komme der Leiche entgegen. Ich kann auch nicht sprinten, oder? Na doch, aber das ist nicht wirklich sprinten. Das ist eher ein schnelles, langsames Torkel. Der läuft ja echt, als würde er auf Stelzen laufen. Hupa da Hupa, er hüpft hoch und runter. Huba. Ich bin das Masopilami. Ich hab doch die Keycard. Dann halt nicht. Leckt mir doch die Puppe. Du Scheiß. Wie langsam ist das denn umgefallen? Also bis jetzt bin ich noch nicht so geflasht, aber es kann sich alles noch ändern. Wenn da irgendwas Böses kommt, la, dann kommt die Nacht. Wenn ich eine Taschenlampe hätte, würde ich sie jetzt nutzen. Aber ich habe sie nicht. Ah, hier war die Kita. Ey! Wo kommst du denn her? Hä? Der kam aus dem Nichts links oder rechts? Ich geh mal rechts. Ich kann nicht über dich rüberlaufen. Hüpf, Huba, ich bin das Masopilami. Oh Gott. Okay, ich hau lieber ab. Ach da, aus diesem A. Lüftungsschacht, der gar keiner ist. Ist einfach nur so ein... Na egal. Okay. Huba. Sieht aber auch grotesk aus. Vor allem, weil es so dunkel ist und man nichts sieht. Nichts. Gar nichts. Die Musik ist weg. Ich habe Angst, erschreckt zu werden. Ich bin doch gerade nicht so schreckresistent. Keycard required. Jawohl. Immer schön durchs Dunkle laufen, das macht mir so einen Spaß. Ja, 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 ja. Leute, ich habe die Befürchtung, dass es hier irgendwas Ekelhaftes geben wird, was mich ganz doll verfolgt oder erschrecken wird. Und da ich nicht so schnell laufen kann, wird es, glaube ich, noch... Da gehe ich nicht rein. Definitiv, das könnte knicken. Da gehe ich nicht rein. Da gehe ich rein. Wow. Formeln an der Wand. Sind die denn auch korrekt? Haben wir hier Mathematiker unter uns? Die mir sagen könnten, ob diese Formel richtig ist? Ich weiß es nicht. Ist hier irgendwas? Ich laufe einfach mal dahin. In Richtung Dunkelheit. Rückwärts am besten. Ne, hier ist auch gar nichts. Hä? Ruffelkoptern oder was? Ach, hier geht's auch weiter. Guck mal. Na, schau mal, Kiek. Immer schön still ums Eckchen laufen. Keycard benabbeli, natürlich. Muss ich also doch in diesen dunklen Raum oder was? Ey, will ich das? Muss ich das wirklich? Ach, jetzt ist es auf einmal hell. Lass ich mal an. Was ist denn hier passiert? Da hat einer Spaß und hier liegt eine Keycard. Jupp, hab sie. So, dann schauen wir mal. Ich will mich nicht erschrecken, Leute. Ich bin heute so schreckhaft. Das weiß ich. Das möchte ich nicht.
Wahrscheinlich muss ich jetzt zum Anfang zurück, wo der Key required war, oder? Ich muss hier lang. Wir werden es ausprobieren. Einfach jede Tür einmal durchchecken. Ah ja, okay. Funst. Schöne Geräusche. Hi. Hier ist doch irgendwas im Dunkeln. Wow. Gut. Ich laufe rückwärts rein. Irgendwo hier wird doch was sein, oder? Hallo? Ach da, eine Keycard. Flop. Aufgesammelt, aufgesammelt. Tralalalala. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir wieder zurück. Und werden an die andere verschlossene Tür gehen. Ich muss jetzt leider singen, denn ich habe ehrlich gesagt ein bisschen... bisschen Gruselstimmung. Also atmosphärisch ist es ja schon, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Ah, was war das denn? Sieht aus wie diese einen Dinger aus Half-Life 2, diese komischen Sandviecher. Okay, da lang. Es kam von da, also muss es da lang weitergehen. Ich werde ihm jetzt nicht hinterherlaufen. Denn ich möchte da rein. Es wird... Och Mann, oh Leute, ich werde hier permanent angerufen. Momentchen, bis gleich. So Leute, ich hoffe, die Anrufe hören jetzt endlich mal auf für heute. Ich hab, ja. Gut, das war der falsche Gang. Genau, wir mussten in die andere Richtung gehen. Ich kann sogar hüpfen. Hui, ich bin das Übermassipilami. Dingeling, ding, schlingeling. Gut, ich muss doch mal eben komplett bis hierhin neu spielen. Denn... im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die man so kennt aus der Geschichte der Spiele, ist Escape hier nicht Pause, sondern ach, wir beenden hier mal jetzt das Spiel. Plups. Wir müssen da lang, oder? Ich habe keinen Plan, was hier ist. Das ist einfach der Dunkel. Mehr ist es nicht. Ach, hier ist ja der dunkle Raum gewesen. Stimmt. Da gehen wir wieder zurück zur anderen Tür, aus der wir kamen. Da ist die Leiche. Sie liegt da rum. Sie wurde bewegt, kann das sein? Kein Plan. Wir laufen auf jeden Fall jetzt... Genau, genau. Lass das einfach alles runterfallen. Das räume ich nachher weg, weil du es bist. Schlimm ist ja echt, wir haben keine Waffe, wir haben keine Möglichkeit, irgendwas zu benutzen. Wir sind arschlangsam. Ich denke mal, dieses Spiel wird uns nicht irgendwo vor irgendwelchen Tatsachen stellen, dass wir hier irgendwo schnell wegrennen müssten. So, habe ich die Karte aufgesammelt, jetzt müssen wir wieder zurück. Oh, wo kommt das denn her? Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ich muss mir über irgendwas rüberhüpfen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass dieses Vieh da vorne gleich aufspringt und uns erschrecken möchte. Ganz laut. Nein, okay. Was ist denn jetzt los? Ich habe gar nichts gesehen. Hilfe! Mach mir keine Angst. Ich scheiß mir sonst das Hemd. Das möchte ich nicht. Gut, gehen wir da lang und dann müssen wir jetzt das Türchen öffnen. Das vielleicht letzte Türchen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Tralala, tralala. Ah! Wunderbar. Genau. Erschreckt mir. Ich liebe das. Tür auf. Und einmal in die Dunkelheit. Was ist denn hier passiert? Ist einer gestolpert. Ich sehe das doch schon. Flupp. Weil wir können springen, ohne rüberspringen zu können. Das ist so nützlich wie, keine Ahnung, AIDS. Da gehe ich nicht rein. Wow. Erschrecken Sie mir ruhig, genau. Erschrecken Sie mir. Weg, 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 weg. Nein. Fuck you! Was soll ich denn machen? Ich kann doch weder schießen noch schlagen. Wer bist du denn? Tot. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil, ist das hier oder was? Das ist richtig geil, ey. Leute, ich glaube, betackt. Wie soll man dem Vieh denn... Mann, auf sowas habe ich keine Lust, Leute. Wenn man sich nicht verteidigen kann und dann weglaufen. Ah, Hilfe, ich bin ein komisches, mutiertes Vieh. Jetzt muss ich alle anderen angreifen, die sich nicht bewegen können, weil man auch so langsam rennt. Man läuft ja echt total langsam. Problem ist bloß, ich kriege jetzt gleich Besuch. Ich kann jetzt nicht weiter aufnehmen. Versuchen wir später nochmal. Oder aber ich werde den Part jetzt hier beenden. Werde den Download-Link in die Beschreibung packen und wir sehen uns dann später wieder, liebe Leute. Erstmal hier Tschüssikowski schon mal. Auf dann auf bald auf Wiedersehen und... bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play mit irgendwas mit Bilonetschki. Tschüssikowski. Bla 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 bla.